Wächter gesehen? Ich habe gehört, er, oder war es eine Sie? Schwer zu sagen nach so vielen Flaschen. Wollte sich auf Befehl des Prinzen auf die Suche nach Branka machen. Nun, wenn ihr das Beste seid, was die Wächter anzubieten haben, dann sind die Anforderungen wohl ziemlich gesunken. Aber zumindest würde das erklären, was ein Mensch in Osamar macht. Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Mein Name ist Orgrim. Und wenn ihr schon mal von mir gehört habt, waren es vermutlich Geschichten, dass ich Bier pisse und kleine Kinder erschlage, die mich schief ansehen. Und natürlich stimmt das irgendwie auch. Aber was nie jemand erzählt, ist, dass ich der Einzige bin, der noch immer versucht, unseren einzigen Paragon zu retten. Und wenn ihr Branka wirklich finden wollt, bin ich der Einzige, der weiß, wonach sie hier unten gesucht hat. Das könnte bei der Suche nach ihr verdammt hilfreich sein. Ich weiß, was Branka hier wollte und wie sie danach gesucht hat. Und ich nehme an, ihr wisst alles, was Belens Späher über den Ort herausgefunden haben, an dem sie verschwunden ist. Wenn wir unser Wissen miteinander teilen, können wir Branka vielleicht finden. Wenn nicht, viel Glück. Ihr solltet wissen, dass Branka nach dem Amboss der Leere gesucht hat, dem Geheimnis des Golembaus, das vor Jahrhunderten verloren ging. Der Schmied Carradine hat ihn hergestellt und dank ihm lebte Osamar 100 Jahre in Frieden. Die auf dem Amboss geschmiedeten Golems beschützten die Stadt. Soweit man weiß, wurde der Amboss im alten Ortenteig hergestellt. Dort wollte Branka mit ihrer Suche beginnen, vorausgesetzt, sie kann ihn finden. Sie wusste nur, dass er jenseits von Carradines Kreuzung liegen muss. Seit 500 Jahren hat niemand mehr diesen Teig gesehen. Warum? Weil wir verdammt nochmal verheiratet waren, bis sie mich verlassen und unser ganzes Haus auf ihrer verrückten Suche nach dem Amboss in die tiefen Wege geführt hat. Das war so dumm von ihr. Wäre ich bei ihr gewesen, hätte sie es schon vor Jahren wieder zurückgeschafft. Aber ich verzeihe ihr. Wenn wir gehen wollen, sollten wir endlich aufbrechen. Branka wird sich verdammt nochmal nicht selbst finden. Carradines Kreuzung. Unglaublich, dass Belen diesen Ort tatsächlich gefunden hat. Das hier war einst eine der größten Kreuzungen des Alten Reichs. Von hier aus kam man überall hin, auch zum Ortenteig. Noch nicht, aber ihr könnt mir glauben, dass sich das ändert, sobald wir auf dem Weg zum alten Ortenteig sind. Sie war auf dem Weg zu Carradines Zuhause. Nur Brankas Held und der berühmteste Paragon, der jemals aus der Schmiedekaste hervorgegangen ist. Er hat den Amboss hergestellt und er ist der Einzige, der jemals sein Geheimnis kannte. Bevor er sein eigenes Haus gegründet hat, war er ein Orton. Und er hat auch später einen Großteil seiner Zeit in ihrem Teig verbracht. Branka war der Meinung, dort hätten sie die größten Chancen, den Amboss zu finden. Außer Carradine wusste niemand wirklich mehr über ihn, als dass er irgendeine vom Stein gesegnete Macht besaß. Jeder einzelne Golem, der jemals im Reich gesehen wurde, wurde auf dem Amboss geschmiedet. Aber wie sie genau geschaffen wurden, wusste niemand. Dennoch war sich Branka sicher, sie könnte es herausfinden. Ei, Branka hat Karten des Alten Reichs gefunden. Hier ist so viel eingestürzt, dass es nicht ganz einfach ist. Aber ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg zum Ortenteig. Er ist das Zuhause von Carradine, dem Paragon, der den Amboss hergestellt hat. Ich warte seit zwei verdammten Jahren darauf, dass jemand das sagt. Nun, wen haben wir denn hier? Ein paar von Belens neuen Speichelleckern. Zeigen wir ihnen, wer König ist. Ho! Ausgaben.
Also, kennen Golems irgendwelche guten Witze? Einen kenne ich. Da ist dieser betrunkene Zwerg, der mit einem grauen Wächter herumreist, ständig rülpst und... Ich meine einen richtigen. Einen oder zwei müsst ihr doch gehört haben, wie ihr jahrelang da rumgestanden seid. Da war einmal ein Mann, der einen Witz erzählt hat, während er sich an meinem Bein erleichtert hat. Ich gestehe, ich habe nicht zugehört. Ich war zu sehr mit Rachegedanken beschäftigt. Und? Was ist aus ihm geworden? Er ist während der Kämpfe in Honli verschwunden. Tragisch. Hat sich den Kopf an einem Stein aufgeschlagen. Aha. Erinnert mich daran, in eurer Nähe niemals zu furzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Ort mal mit eigenen Augen sehen würde. Ich kann Branka hier überall sehen. Sie hat regelmäßig Splitter aus den Wänden geschlagen, wenn sie einen neuen Tunnel betreten hat, um seine Zusammensetzung zu überprüfen. Wenn sie noch hier wäre, hätte sie allerdings längst Wachen aufgestellt. Ich weiß es nicht. Das hier war immer ihr Ziel. Sie hatte nicht erwartet, dass der Amboss hier ist, aber sie hat zumindest gehofft, hier einen Hinweis auf seinen Standort zu finden. Das hier war Carradines Heimatteig. Bevor er zum Paragon ernannt wurde, war er ein Orten. Selbst als er sein eigenes Haus hätte haben können, ist er hier geblieben. Ich vermute, er wollte seine Leute nicht nach Bonamar bringen. Die Stadt der Toten. Carradine hat sie zu Ehren der Legion der Toten gebaut. Aber sie ist eher ein Mausoleum als alles andere. Das war natürlich alles, bevor er den Amboss hergestellt hat. Danach war er das Lieblingsgenie der Stadt, bis er den König verärgert hat und in Ungnade gefallen ist. Nein, nein, hier war ein Teig, der Ortenteig. Bonamar liegt nordwestlich von hier, aber das ist unwichtig, zumindest hoffe ich das. Seit die Dunkle Brut die Stadt der Toten eingenommen hat, ist sie als die Todesgräben bekannt. Als die Festung fiel, wurde ein Großteil der Legion vernichtet. Das weiß niemand. Der Ortenteig war damals fast ein Teil der eigentlichen Stadt. Niemand hat sich die Mühe gemacht, den Standort des Amboss zu markieren. Jetzt kann man unmöglich wissen, ob er fortgeschafft oder zerstört wurde. Aber glaubt mir, wenn wir ihn finden, finden wir auch Branka. Ich hätte es nicht besser sagen können. Für dich gibt es hier nichts. Alles meins. Ich habe es in Besitz genommen. Du willst mir was wegnehmen? Oberflächler sind alle gleich. Diebische Schurken. Ich hab's zuerst gefunden. Er ist ein mieser Plünderer und schon so gut wie tot. Geh weg! Du bringst sonst noch die Dunkle zurück. Aber die brechen dir die Knochen. Es heißt, man kann hier unten nur überleben, wenn man die Leichen der Dunklen Brut isst. Es brennt, wenn du schluckst. Es brennt! Es gehört mir, nicht dir, dir die Knochen brechen! Der
Geh weg! Das ist meins! Nur ich darf die Reichtümer plündern! Es ist meins! Ich hab's gefunden! Ich hab die Kriecher vertrieben! Jetzt ist es meins! Schöne Frau, schöne Augen, schönes Haar! Riecht wie der Dampf, wenn Wasser brennt. So blau wie der tiefste Stein. Dann nimmt die schöne Frau Ruck nichts weg? Du nimmst Rucks glitzernde Würmer und schöne Steine nicht weg? Oh, Ruck findet das in Ordnung. Vielleicht. Ruck, kein schöner Name, nicht schön wie Frau. Ruck ist klein und hässlich und verdreht. Ich beantworte deine Fragen, schöne Frau, was du willst. Stücke von Sachen, nur Stücke. Die Kriecher haben fast alles weggenommen. Sie nehmen Sachen aus Stahl und Sachen aus Papier. Sie nehmen, was glänzt, und sie nehmen die Worte. Papier und Worte? Das klingt, als habe jemand Notizen gemacht. Glaubt ihr, Branka hat hier gelagert? Sie bringen in ihr großes Nest, das Nest für die Eier. Was glänzt, legen sie hinein. Jawohl! Nein, keine Filter, keine Mutter, keine warme Decke und Eintopf und Kissen und freundliche Worte. Ruck verdient gute Erinnerungen nicht. Nein. Sie wusste nicht, was ich tat. Ich wurde sehr, sehr, sehr wütend. Und dann war einer tot. Sie wollten Ruck in die Minen schicken. Wäre ich in die Minen, hätte sie es erfahren. Alle hätten es erfahren. Also kam ich hierher. Wenn du isst, wenn die Dunkelheit in dir ist, vermisst du das Licht nicht mehr. Du weißt das, oder? Ruck kann es sehen. Er sieht die Dunkelheit in dir. Nein, sie darf nicht. Sie kennt einen Jungen, einen kleinen Jungen mit leuchtenden Augen und einem Hammer. Und sie darf das nicht sehen. Du musst versprechen, geloben, schwören, dass du nichts sagst. Ja. Sagt der Mutter, Ruck ist tot. Er ist tot. Seine Knochen verrotten im Netz der Kriecher. Und sie soll nicht mehr nach ihm suchen. Schöne Frau ist die Mutter, ja. Zu gut, zu schön für die Dunkelheit. Branka hat an mich gedacht. Ich wusste, dass ich ihr noch etwas bedeute. Sie ist einfach zu weich. Dann sind wohl die Todesgräben unser nächstes Ziel. Es heißt, ganze Herden der Dunklen Brut hätten dort ihre Nester. Aber wenn Branka dorthin gegangen ist, dann gehe auch ich dorthin. Hört auf, Zeit zu verschwenden, Wächter. Ich bin nicht hier, um zu plaudern.